Können Sie sich auf Kommando freuen? Also nicht nur einfach Spaß haben, sondern sich so richtig aus vollem Herzen freuen. Auf Kommando. Nein? Warum glaubt Paulus dann, dass so etwas geht und fordert in seinem Brief sogar dazu auf? Im Brief des Paulus an die Philipper, im Kapitel 4, Abvers 4, schreibt er: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Na, machen Sie das doch mal. Oder wie kann er das gemeint haben? Ja, das mit dem Freuen auf Aufforderung, quasi auf Kommando, das ist so eine Sache. Denn normalerweise entscheiden wir uns ja nicht einfach dafür. Ach ja, jetzt freue ich mich mal. Nach dem Motto, ich habe einen Knopf im Kopf und dann freue ich mich, wenn ich den drücke. Freude ist ja normalerweise das Ergebnis von etwas, was wir erleben, was wir erfahren, was wir als Antwort auf diese Erfahrung in uns spüren. Also heißt das, lässt sich die Freude denn machen? Können wir etwas tun, damit wir Freude durch etwas, was wir gestalten, selbst willkürlich erleben können? Na klar. Ein Kind und eine Schaukel. Und wir wissen, wie das passiert. Das Kind setzt sich auf die Schaukel, das will da drauf. Es will angeschubst werden oder es schubst sich selber an und es vergnügt sich, es freut sich. Das heißt, das Kind weiß ganz genau, was es machen muss, um diese Freude erleben zu können. Oder anders ausgedrückt, es weiß ganz genau, wo es hingehen muss, um sich die Freude zu holen. Wo machen wir das auch? Wir machen das alle. Wir wissen ziemlich genau, wo Freude für uns möglich oder wahrscheinlich ist. Also sorgen wir dafür, dass wir genau dorthin gehen und genau das tun, was diese Freude möglich sein lässt. Ob das nun darin besteht, dass wir irgendwo zu einer Party gehen, wo wir dann Spaß haben, oder ob das eher darin besteht, dass wir uns in die Badewanne legen, weil wir uns da entspannen können. Oder weil wir die Musik hören, die uns ganz besonders gut tut und wir so ein wunderbares Gefühl der Entspannung und der Freude haben. Oder dass wir uns die Filme anschauen, die uns genau in die Gefühle versetzen, die dann für uns Freude sind. Oder die Bücher, die wir lesen. Oder meinetwegen auch die Groschenromane, heute kosten sie ja nicht mehr einen Groschen, aber in der es so viel von Liebe die Rede ist. Alles das weckt in uns irgendwas Ähnliches, was wir Freude nennen. Aber etwas ist ganz besonders wichtig, Beziehungen. In dem Augenblick, wo wir Menschen als Gegenüber haben, und wo wir uns zu ihnen in eine Beziehung setzen können,
Eine Beziehung, die uns gut tut, erleben wir auch Freude, mit die tiefste, die wir kennen. Ja, gibt es noch andere Formen von Freude? Ja, virtuell. Wir sind durchaus in der Lage, als fantasievolle Menschen, uns etwas vorzustellen, in etwas zu schwelgen, was wir erlebt haben oder was wir gerne erleben würden. Und so eine Art von Ansatz von wohligem Gefühl und von Freude kann dabei durchaus entstehen. Und wenn das Ganze noch digital unterstützt wird, wenn wir also in Spielen beispielsweise etwas erreichen, irgendwelche Kämpfe bestehen, sind das vielleicht auch Freuden, die wir erleben können. Auf alle Fälle sorgen wir täglich dafür, dass wir irgendwelche Art von Freude erleben können. Alle Wege, sagt Paulus. Alle Wege, ein schönes altes Wort, alle Zeit, dauernd, immer. Also freut euch immer, immer, immer. Streben wir das an? Ja, natürlich. Das streben wir an. Wir haben das Bedürfnis, uns eigentlich immer zu freuen. Ein schönes Beispiel ist, wenn man bei Ratten das Lustzentrum mit einer Sonde elektrisch stimuliert, sodass sie Lust empfinden, also eine Variante von Freude, dann finden die das durchaus gut. Und wenn sie dann auch noch einen Schalter betätigen dürfen, indem sie diese Freude, ohne dass sich das erschöpft, immer wieder und immer wieder in ihrem Gehirn stimulieren können, tun sie nichts anderes mehr. Sie fressen nicht mehr, ihnen sind auch die Stromschläge egal, die sie erreichen. Sie werden immer und immer wieder auf den Schalter drücken. Sie werden genau das tun, was diese Freude in ihnen erzeugt. Machen wir doch auch so. Sie wissen, was Sucht ist. Sucht ist erst einmal im Wesentlichen, dass wir das, was in unserem Gehirn uns freudige oder angenehme oder erlösende Gefühle verschafft, nämlich die Endorphine, dass wir mit bestimmten Suchtmitteln, die auch diese Endorphinrezeptoren stimulieren, auch uns die Freude zum Beispiel stofflich oder anderweitig verschaffen können. Und in dem Augenblick, wo diese Freude direkt und unmittelbar durch Stoffzufuhr möglich ist, sind wir wie die Ratten. Wir können davon nicht lassen, weil das ist die schnellste Art und Weise, uns Freude zu verschaffen. Dass dabei auch irgendwas in unserem Gehirn beginnt kaputt zu gehen, das ist die andere Seite. Aber wir sollten uns tatsächlich noch mal genauer anschauen, was Freude eigentlich bedeutet. Ist es so, dass wir uns an etwas freuen? Zum Beispiel, wenn wir an etwas denken und dann freuen wir uns, ist Freude nicht viel mehr? Ist Freude nicht etwas, wo wir uns in etwas hineinbegeben? Auch in Gedanken, auch in der Fantasie, dass wir uns hineinfallen lassen, dass wir uns davon erfüllen lassen, dass wir hineintauchen in ein Gefühl, das uns erfüllt, umhüllt. Und dass wir, wenn wir Freude durch Denken erzeugen wollen, wir uns hineindenken in eine Situation, bis die Gefühle zu sprudeln beginnen. Also Freude bleibt niemals äußerlich. Das ist eigentlich immer etwas, was in uns entsteht. Wenn wir mal die verschiedenen Stufen dessen, was Freude genannt wird, mal betrachten, fangen wir beim Behagen an, sozusagen die kleinste Art der Freude oder den Spaß, den wir haben können oder schlichtweg die Lust, die wir empfinden können bei so manchen Dingen. Freude selber ist noch viel umfassender, etwas viel Tieferes, etwas Nachhaltigeres, etwas, was uns von innen heraus so erfüllt, dass wir es eigentlich sehr lange damit aushalten können. Mit der Lust ist das so eine Sache und mit dem Spaß auch, das erschöpft sich relativ bald, aber die Freude kann außerordentlich nachhaltig sein. Was ist denn die Voraussetzung von Freude?
Natürlich so etwas wie Wunsch. Das ist natürlich ein bisschen blass ausgedrückt. Das ist ein bisschen mehr als Wunsch. Das ist die Erwartung für etwas, ein Bedürfnis, vielleicht sogar eine Sehnsucht, also ein Erleben von Mangel. Und dieses Bedürfnis kann erfüllt werden. Und in dem Augenblick, wo sich ein Bedürfnis erfüllt und wo ein tiefes Gefühl von Erfüllung uns durchströmt, wo wir also das Ziel, diesen Mangel auszugleichen, erreicht haben, ist das immer Freude? Es gibt eine Variante von Freude, wo ich nur sehr ungern den Begriff verwenden würde, aber den gibt es, der Triumph. Nämlich immer dann, wenn ich mir selbst etwas verschafft habe, durch meine eigene Macht, durch meine eigenen Fähigkeiten, wenn ich ein Ziel erreicht habe, wenn ich etwas mir verfügbar gemacht habe, dann kann ich den Triumph genießen, der damit verbunden ist. Auch eine Art von Freude. Aber da würde ich das gerne in Anführungszeichen schreiben. Die eigentliche Freude, die tiefe Freude, ist immer eine geschenkte Freude. Also etwas, was uns gegeben wird. Was wir dankend annehmen können. Und wo auch ein Gefühl von Dankbarkeit in uns entsteht. Und wenn wir den Text an die Philipper nochmal genauer lesen, dann hat nämlich Paulus nicht gesagt, freut euch, und abermals sage ich, freut euch. Er hat nämlich gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Eine Freude im Herrn scheint ein bisschen was anderes zu sein als die normale Freude. Eine Freude im Herrn ist mit Sicherheit nicht machbar. Der Herr, also Gott selbst, ist nicht verfügbar. Man kann nicht diese Freude sich verschaffen. Also gibt es nur die Möglichkeit, von ihm erfüllt zu werden. Also ist die Aufforderung, freue dich im Herrn, nichts anderes als die Aufforderung, zum Herrn zu gehen. Nein, nicht ganz. Das reicht nicht aus. Zum Herrn heißt in die Nähe. Nein, es ist sogar noch mehr, da Freude immer darin besteht, dass wir in etwas hineingehen, um uns davon erfüllen zu lassen, heißt das, gehe in den Herrn, gehe hinein in ihn, lass dich von ihm erfüllen, lass dich von ihm umhüllen. Das ist erheblich mehr als einfach nur irgendwie in seine Nähe gehen. Sich erfüllen zu lassen. Ja, das ist etwas, kann man das machen? Kann man sich erfüllen lassen? Ja, durchaus. Erfüllen lassen geht. Erfüllen machen, sich abfüllen, selbst abfüllen, das geht mit Sicherheit nicht. Aber wie komme ich denn überhaupt in den Herrn? Und was soll das bedeuten? Wenn wir wissen, dass das Wesen Gottes Liebe ist und nicht Herrschaft über uns, dann gehen wir nicht zum Herrn im Sinne dessen, dass wir jetzt zu dem großmächtigen Wesen gehen, vor dem wir Angst haben müssen, sondern wir gehen in das hinein, was seinem Wesen entspricht. Wir gehen in seine Liebe. Ist die Tür dazu offen? Immer. Warum tun wir es dann nicht? Warum freuen wir uns nicht im Herrn? Warum lassen wir uns nicht von seiner Liebe erfüllen? Ja, weil diese Liebe selber etwas ist, was in uns einen solchen Umbruch, eine solche Klärung, eine solche Fülle zu Wege bringt, dass wir dadurch unser Leben nicht mehr so im Griff haben, wie wir das glauben, im Griff haben zu müssen. Denn wenn wir
im Herrn uns freuen. Und das natürlich immer, denn immer wollen wir uns ja auch freuen. Bedeutet das, dass wir einen Überfluss in uns spüren, eine Lebensfülle, eine derartige Lebensfülle, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und deswegen passt der nächste Satz von Paulus auch so gut dazu. Da sagt er ja, Güte lasst kund sein allen Menschen. Das Gute, die Lebensfülle, die Liebe Gottes, wenn die in uns beginnt zu wirken, wenn sie uns beginnt zu erfüllen, das ist was Gutes. Aber dieses Gute ist zugleich die Güte Gottes. Und es ist die Güte, die wir dann spüren. Und es ist eine Güte, die wir tatsächlich gar nicht mehr anders können, als weiterzugeben. Wir haben ein Bedürfnis danach, es weiterzugeben. Güte heißt eigentlich Gutes weitergeben. Und das ist die Aufforderung. Aber wo sollen wir es denn nehmen, wenn wir es nicht zuvor bekommen? Wenn wir nicht davon so erfüllt sind, dass es dann zum Überfluss wird? Der nächste Satz ist, der Herr ist nah. Ja, das kann man natürlich verschiedenfach interpretieren. Häufig wird das so interpretiert, dass der Herr wird einmal wiederkommen und er ist immer nah. Hier ist das so offensichtlich, denn näher geht's ja gar nicht mehr. Wenn ich im Herrn bin und er ist in mir, wenn Christus also in mir ist, wie nah kann er denn da noch kommen? Er ist dann das Nächste, was in mir lebt. Das ist eine existenzielle Form der Nähe, eine Gegenwart, die das Lebendige in mir wahr macht. Das ist nicht zeitlich, das ist räumlich gemeint. Genauso, wenn Jesus das selber gesagt hat und auch seinen Jüngern empfohlen hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt er dann, ich werde schon mal bald mal vorbeikommen. Nein, er sagt, ich bin die Verkörperung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, das Reich der Liebe. Ich bin so nah bei euch, dass ihr nur mich zu euch und letztlich in euch kommen lassen müsst. Der Herr ist da. Näher geht's wirklich nicht mehr. Und wenn Paulus dann das Ergebnis dieser Nähe beschreibt, dann sagt er erst einmal, sorgt euch um nichts. Seltsam. Gleich danach spricht er von Bitten, sogar von Flehen. Aber sorgt euch um nichts. Aber ihr sollt bitten und flehen, das ist doch eine Art von Sorge, nein? Absolut nicht. Wir sollen uns nicht von diesen Sorgen und Mängeln, die so typisch sind für unser Leben, permanent von ihm ablenken lassen. Permanent tun die Sorgen und die Mängel so, als ob sie das Wichtigste wären, als ob sie das Zentrum dieser Welt und dieses Lebens wären. Euch nicht zu sorgen, heißt erst einmal nichts anderes als sich dorthin wenden, wo die Quelle der Freude eigentlich ist. Zur Quelle der Freude sich zu wenden, das heißt, auch mit den eigenen Sorgen, auch mit den eigenen Nöten. Das heißt bitten. Und der Begriff flehen heißt ja ganz innig, ganz intensiv bitten. Ich flehe ja nur dann, wenn ich wirklich in arger Bedrängnis bin. Und dann sagt er aber hier ein Wort, flehen, mit Danksagung. Ich soll also bitten und flehen und dabei Dank sagen? Für was denn? Dass ich bitten und flehen darf? Oder worin besteht denn dieses Wort mit Danksagung? Nun ja, was heißt eigentlich Danksagung? In der Originalsprache griechisch, Eucharistia. Eucharistia. Eucharistie. Danksagung ist Eucharistie? Eigentlich ist Danksagung nichts anderes als Hingabe. Und wenn wir auch im Abendmahl
dann sein Fleisch und sein Blut in uns aufnehmen, jetzt sein inneres Wesen in uns aufnehmen, weil wir in ihm und er in uns sein soll, dann ist das nur mit Hingabe möglich. Und interessant ist, wenn man die verschiedenen Stellen sich anschaut, in denen Paulus diesen Begriff Eucharistia verwendet, verwendet er dieses Wort Danksagung immer oder sehr häufig mit dem Wort überströmend. Also seine Danksagung ist etwas Überströmendes, eine überströmende, dankbare Hingabe an die fürsorgliche Liebe Gottes. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, was es heißt, Freude im Herrn. Aber ich kann mich nicht an ihm freuen, wenn ich mich nicht zuvor ihm hingebe, dankbar hingebe. Wenn diese Hingabe nicht etwas ist, was mich öffnet für die Fülle seiner Liebe. Ja, viele Menschen sagen ja dann, ich spüre aber seine Liebe nicht. Wie soll ich mich dann dieser Liebe hingeben? Ich kann nichts von seiner Liebe merken. Da bleibt die Frage, spüren wir seine Liebe nicht, weil wir uns nicht dankbar hingeben? Oder würden wir uns erst dankbar hingeben, wenn wir sie spüren? Oder ist diese Eucharistia nicht die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt öffnen können, auch anderen Menschen gegenüber? Wie können wir uns einem anderen Menschen öffnen, wenn wir nicht seiner Liebe vertrauen und uns hingeben? Wir können sie nicht spüren, wenn wir diese Hingabe nicht haben. Eigentlich die Dankbarkeit. Und insofern ist das ganz klar, wie das mit der Freude im Herrn ist. Wir sind in der Lage, tatsächlich geborgen zu sein, auch dann, wenn wir Mangel, Not, Trauer, Schmerz, sogar ein bisschen Verzweiflung spüren. Trotzdem ist es möglich, dann ein tiefes Gefühl von Geborgenheit zu erleben, weil das eine ist im Herzen und das andere ist peripherer. Das Ergebnis, das Paulus hier in seinem Brief benennt, macht das deutlich. Er sagt, der Friede Gottes, wenn Sie in Gottesdienste, in evangelische Gottesdienste kommen, werden Sie das häufig nach der Predigt als sogenannten Kanzelsegen hören. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das kommt hier aus dieser Stelle. Friede Gottes. Der Friede Gottes ist keine Kopfgeburt. Man kann sich diesen Frieden nicht denken. Man kann ihn sich nicht ausreden im Sinne einer Logik. Aha, Gott ist so und weil er so ist, kann ich Frieden haben. Das funktioniert nicht, wenn wir ihn nicht spüren, wenn wir ihn nicht erleben. Wenn wir uns nicht ihm hingegeben haben, ist er nicht erfahrbar. Also er ist immer höher als jede beliebige Vernunft. Er ist existenziell erfahrbar. Ja, und der bewahre uns. Was heißt denn bewahren? Bewahren, das ist schützen, stärken. Ja, wem oder was gegenüber? Natürlich in dieser Welt, das ist doch klar. Aber wo sollen wir denn gestärkt werden? Im Herzen. Also im Innersten, an der Wurzel unserer Existenz werden wir gestärkt durch diesen Frieden. Auch dann, wenn wir leiden müssen. Aber nicht nur im Herzen, sondern auch in den Sinnen. Die Sinne sind die Werkzeuge unserer Welterfahrung. Und dort gestärkt zu werden und geschützt zu werden, das bedeutet, dass wir uns auf diese Welt einlassen können, dass wir sie erleben können, aber wir werden von dieser Welt nicht mehr derartig vereinnahmt. Diese Welt selber kann uns Schmerzen bereiten, aber sie kann uns nicht quälen, weil wir im Innersten einen Frieden haben, eine Freude, eine Heiterkeit, die uns all das, was wir zu leiden haben und die Lasten, die wir zu tragen haben,
auch befähigt, sie zu tragen. Dieser Friede Gottes, den wünsche ich Ihnen. Aber Sie bekommen ihn nicht nachgeworfen. Die Voraussetzung ist tatsächlich, dass Sie sich auf ihn einlassen, dass Sie sich an ihn wenden, dass Sie Ihr Herz dafür öffnen, dass Sie die Eucharistia erfahren, die Dankbarkeit, die darin besteht, dass wir einen solch liebenden Gott haben. In dem Augenblick wird Ihnen deutlich, dass das keine Fantasie ist. Nichts, was wir uns ausmalen und was irgendwann einfach durch die Realität überholt ist, sondern eine absolut substanzielle Grunderfahrung unserer Existenz. Wir können erfahren, dass Jesus selbst, der Inbegriff der Liebe, in uns diesen Frieden schaffen kann und schaffen wird, wenn wir dieses Angebot annehmen.